liebe Videofreunde, es geht endlich los. Jetzt geht's endlich los. Heute Nacht hat der liebe Wettergott nochmal alles gegeben, aber volle Lotte. Bin sogar wach geworden nochmal in der Nacht davon. Es war ein Megasturm und Regen, aber heute früh aufgewacht und ja, dann ist so, als ob nichts gewesen wäre. Sonnenschein, alles ist still. Hab heute sogar schon irgendwo die Kraniche gehört. Kann man gar nicht glauben. Aber jetzt geht's los. Ich düse jetzt ab und fahre jetzt erstmal tanken und anschließend nach Oranienburg. Das soll die erste Station sein. Also, bis später. Schon bin ich wieder auf dem Weg nach Hause. Warum? Weil ich mein Essen im Kühlschrank vergessen habe. Also natürlich nicht das komplette Essen, sondern mein Essen für heute. Da bin ich wieder. War eine kurze Reise. So, da sind wir wieder. Jo, mal aufpassen, dass das nicht so wackelt hier. Ich bin gut angekommen hier in Oranienburg. Ich bin gut durch Berlin heute gekommen. Ich habe echt gestaunt. Das ging super gut auf dem Samstag. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, und das hat alles gut geklappt. Das zieht sich halt dann aber trotzdem immer ein bisschen in der Länge, weil ja auf der Autobahn in Berlin, also nur 80 fahren darfst und dann zum Schluss nur noch 60. Und dadurch zieht sich das dann halt ein bisschen in die Länge. Aber ansonsten hat alles wunderbar geklappt. Und ich stehe allerdings jetzt hier nicht auf dem Stellplatz, sondern ich stehe direkt neben dem Stellplatz. Also der Stellplatz ist da drüben. Und ich habe da versucht, vorhin an dem Automaten ein bisschen schlau zu werden. Also man zieht wohl eine Karte und ich habe dann eingegeben, also Hund und Auto und so weiter, und dann kostet der Platz 19 Euro mit Hund und 3,50 Euro glaube ich für Duschen und Wasserverbrauch, also in der Dusche nehme ich mal an. Oder du hast, ich glaube, das kann sogar sein, dass du an den Plätzen direkt Wasseranschlüsse hast, aber die sind ja jetzt zu. Und ja, dann kannst du aber nur bar bezahlen. Das geht nicht mit Karte. Und jetzt war ich doch ein bisschen irritiert, weil du ja für die Karte 10 Euro Pfand bezahlen musst. Also die möchten dann 32,50 Euro haben. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, wie stecke ich denn morgen die Karte rein und kriegst du dann 10 Euro Kleingeld raus? Oder wie geht das da? Ich habe das nicht verstanden, weil du nur mit bar bezahlen kannst. Und dann habe ich den Hafenmeister angerufen und wollte dann mal wissen, wie das ist, auch wenn man die Duschen nicht benutzt und so, ob man dann das Geld wieder gutgeschrieben bekommt oder nicht. Und aber der ging nicht ran und ich wollte halt eben auch wissen, ob das dann da bar ausgezahlt wird oder wie
wie das geht. Und es ist auch keiner da. Jetzt gucke ich morgen nochmal. Aber heute, glaube ich, bleibe ich hier auf dem Parkplatz stehen, weil hier stehen nämlich noch drei andere Wohnmobile. Wir sind jetzt insgesamt vier. Ich glaube nicht, dass die heute Abend hier noch wegfahren. Und dass ich hier alleine stehen bleibe, ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt einfach mal daneben auf dem Parkplatz hier auch gestellt, weil ich bin ja heute losgefahren. Ich brauche ja heute nichts. Ich habe alles. Ich bin versorgt. Und man kann auch super gut hier mit dem Hund spazieren gehen. Direkt gegenüber ist das Schloss. Dann ist die Marina hier. Und kann man also wunderbar laufen mit dem Hund. Ein Hunde Spielplatz gibt es auch, also der ist auch recht groß, muss ich sagen. Und dann kann man hier wunderbar an der Havel lang laufen und kann spazieren gehen. Also das ist sehr schön. Und ja, also ist ein wunderbarer Platz hier. Das Einzige ist, dass hier an der Wiese, an dem Parkplatz überall Tretminen liegen. Also ich bin vorhin schon beinahe zweimal in eine reingelatscht. Gott sei Dank habe ich es gesehen. Und das war direkt hier vor dem Auto, vor meiner Hintertür. Habe ich erstmal aufgehoben. Naja, es lassen halt immer wieder die Leute alles liegen. Und es ist ja hier so ein Areal, wo viele mit den Hunden kommen und ja, musst du mit leben. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob hier heute irgendjemand kommt und mich wegschickt. Notfalls fahre ich auf dem Hammermarkt-Parkplatz, weil der ist direkt hinter mir. Es ist also auch gleich so ein Einkaufszentrum hier. Und ja, und was gibt's noch? Das war's. Ja, ne, schön. Also ist auch wirklich schön gelegen. Und der Platz drüben, der Wohnmobilstellplatz, ist auch sehr schön. Morgen möchte ich jetzt mal nach Sachsenhausen. Ich wusste nicht, dass das gleich hier in der Nähe ist, die Gedenkstätte, 2 Kilometer von hier. Und da werde ich jetzt morgen mal hinfahren und entweder ich fahre abends wieder zurück, je nachdem, wie lange ich mich da aufhalte, oder ich fahre weiter. Ich muss mal gucken. Ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall mache ich mir jetzt erstmal einen schönen Abend und freue mich, dass ich heute losfahren konnte. Ah, es ist immer schön, mal ein bisschen wieder unterwegs zu sein und was anderes zu sehen, außer die vier Wände. Das tut mir immer ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Michael kommt ja dann nachgefahren nächste Woche. Ich habe gesagt, er soll einfach mit dem Zug kommen, wenn er Lust hat. Und ich hole ihn dann ab und in Greifswald. Und ja, so machen wir das. Und dann habe ich ja bald Burzeltag. Und den wollen wir dann oben auf Usedom verbringen. Meine Geburtstagstour schenke ich mir zum Geburtstag. Ja, also, bis dann. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Thank you.
Hallo, liebe Videofreunde. Ein kleines Update von mir. Wo befinde ich mich gerade? Und zwar, ich bin in Lüchen. Das war ja so gar nicht geplant, weil ich hatte ja gestern gesagt, dass ich eigentlich nach Templin fahren möchte. Das bin ich auch, nach der Gedenkstätte. Und Templin scheint wirklich eine schöne Stadt zu sein. Oder beziehungsweise ist eine schöne Stadt. Ich bin ja durchgefahren, aber mir hat der Stellplatz nicht so gut gefallen. Das heißt, der Stellplatz so war in Ordnung, ist alles gepflastert. Es war leider ein bisschen abschüssig, das hätte man vielleicht ein bisschen ausgleichen müssen. Aber ich hätte mir da irgend so ein Plätzchen gesucht, wo ich halbwegs hätte stehen können, ohne Keile. Das wäre schon gegangen. Das Problem war aber allerdings, es gab keinen Empfang. Kein Handy. Ich hatte keinen Handyempfang und Fernsehen auch nicht. Gut, auf Fernsehen kann ich verzichten, aber Handy, das ist für mich schon wichtig. Ich hatte dann null Empfang. Ich musste rausgehen und ein paar Meter weiter laufen, bis ich Empfang bekommen habe und das auch nur ganz wenig. Und dann habe ich überlegt, was machst du denn jetzt? Also das geht gar nicht. Also nee, also ich das möchte ich nicht. Ich weiß nicht. Ich möchte Handyempfang haben. Das ist für mich schon wichtig. Naja gut, und dann bin ich einfach weitergefahren und habe gedacht, jetzt fährst du noch bis nach Neustrelitz. Und Neustrelitz gibt es einen Stellplatz am Stadthafen und der hat aber im Moment zu. Ich hatte den angeschrieben, aber der Hafenmeister sagte, man kann sich trotzdem hinstellen. Man hat halt keine Entsorgung, Versorgungsmöglichkeiten und nichts. Aber zum Stehen ist es okay und man kann sich da einfach hinstellen. Und da habe ich gedacht, das mache ich. Und dann bin ich, das waren noch 50 Minuten von Templin aus. Und dann bin ich losgefahren. Und auf dem Weg dahin bin ich durch dieses Lüchen gekommen. Und das ist hier total schön. Ich werde jetzt auch gleich nochmal versuchen, ins Örtchen reinzufahren, ob ich da nochmal einen Hafen runterkomme mit dem Auto. Muss ich mal gucken. Der Ort, der liegt innerhalb von drei Seen und sehr idyllisch. Muss im Sommer wohl auch ein ziemlicher Anziehungspunkt hier sein. Und da habe ich gedacht, oh, ist das schön hier. War dann so die Abendsonne noch so der Rest und es war, sah einfach total schön aus. Und habe dann nur gesehen, dass an dem einen See hier so ein Parkplatz ist. Und da habe ich gedacht, jetzt fährst du einfach da mal rein und guckst, was das ist. Ja, und da habe ich mich hier hingestellt. Und siehe da, es sind sogar vier Wohnmobilplätze. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was die kosten, weil ich habe heute Morgen erst gesehen, als ich mit dem Hund langgelaufen bin hier, dass da hinten ein Parkscheinautomat ist. Aber da habe ich vorhin gar nicht drauf geguckt. Ich laufe da jetzt nochmal hin, weil ich mit dem Hund nochmal eine kleine Runde gehen will, bevor ich losfahre. Und aber was der genau kostet oder was die Plätze jetzt hier kosten, weiß ich nicht. Ich hab jetzt nichts bezahlt. Weil ich bin ja von der anderen Seite reingekommen. Von hier aus sieht man den Automaten überhaupt nicht. Und ja, ich hoffe, das war in Ordnung so gewesen. Und ja, jetzt habe ich mich entschieden, heute weiterzufahren. Erst habe ich überlegt, ob ich einen Tag hier bleibe. Weil wenn das Wetter heute schön gewesen wäre, wäre ich heute, glaube ich, einen Tag hier geblieben. Aber ich habe jetzt aufs Wetterradar geguckt und leider Gottes kommt es jetzt doch anders. Erst sagte man ja bis zum Wochenende super schönes Wetter. Aber jetzt ist es nur noch die nächsten drei Tage schön und ab Wochenende soll es schlechter wieder werden, Regen kommen. Und ob es denn so kommt, müssen wir mal gucken. Bis jetzt waren ja auch immer also das Wetter besser, als sie vorhergesagt haben. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt Neustrelitz auslassen und werde von hier aus Richtung Ueckermünde fahren. Weil da will ich sowieso hin und Neustrelitz ist ein Umweg, also ein kleiner Umweg und dann lasse ich das aus und dort gibt es noch einen Ort Torgelow, da gibt es auch eigentlich einen sehr schönen Stellplatz wohl, also rein optisch sieht da gut aus, aber der hat zu im Winter und ob ich da jetzt aber trotzdem stehen kann, vielleicht ohne, dass man was nutzen kann, das weiß ich nicht, deswegen würde ich das mir gerne angucken und würde gerne dahin fahren und wenn es nicht geht, dann kann ich immer noch nach Ueckermünde weiterfahren. Das ist dann nicht mehr weit von dort. Sind dann nur noch ein paar Kilometer. Ja, und nach Ueckermünde schauen wir mal. Mein Ziel ist noch Mönckebude. Da war ich ja letztes Jahr schon bei meiner Wintertour. Und da hat es mir
sehr, sehr gut gefallen. Das ist so ein Ort, wo man wirklich richtig abschalten kann und wo totale Ruhe ist. Keine Autos, nichts, gar nichts. Und deswegen würde ich da gerne nochmal hinfahren, bevor ich dann nach Ahlbeck rüberfahre. Michael kommt am Montag nachgefahren. Ja, so ist mein Plan. Schauen wir mal, was der Plan so macht. Meistens kommt es ja irgendwie immer anders, aber im Moment ist es mein Plan. Also, ja, dann werde ich mal losstarten.